Hallo und herzlich willkommen an Bord von AIDA Nova. Mein Name ist Boris Becker und ich bin der Kapitän. Wir befinden uns hier auf der Brücke und passieren gerade die Straße von Dover. Wir haben den Emsländer Herbst, etwas den grauen Emsländer Herbst hinter uns gelassen und sind jetzt unterwegs in Richtung Sonnenschein, in Richtung Kanarische Inseln, wo wir dann unsere ersten Gäste an Bord nehmen. Noch sind keine Gäste an Bord, denn wir sind dabei, ja, AIDA Nova für sie vorzubereiten. Es ist so, alles wird nochmal auf Hochglanz poliert. Wir sind dabei, das Team zu schulen, zu schauen, dass alle Restaurants und Bars wirklich funktionieren und dass jedes Zahnrad wirklich ineinander greift, denn wir haben 1400 Besatzungsmitglieder und diese müssen natürlich das Schiff kennenlernen. Ja, und das Schiff muss eine Seele entwickeln. Die Besatzungsmitglieder müssen das Schiff ins Herz schließen und da sind wir jetzt momentan bei. Denn das Team an Bord, das ist ja eigentlich das Wichtigste. Und ich glaube, wenn wir glückliche Besatzung haben, dann haben wir in ein paar Tagen auch glückliche und lächelnde Passagiere, die sich alle an Bord wohlfühlen. Ja, das Videoteam hat sich was ganz Besonderes überlegt. Ich soll Ihnen heute mal den Sportbereich zeigen. Viel besser gefällt mir aber eigentlich hier die Saftbar. Denn hier gibt es sogar einen Drink, der heißt Chuck Norris. Und damit wäre eigentlich mein Sportprogramm schon zu Ende. Aber da Sie ein bisschen was sehen wollen, dann würde ich einen Orangensaft nehmen und wir gucken uns mal ganz gemütlich den Sportbereich an. Naja, ich müsste da vielleicht auch mal hin, zumindest wenn ich dann die Restaurants hier alle durchprobiert habe, dann bleibt es wohl nicht aus, dass ich mich hier auch mal sehen lasse. Wenn es nicht ganz so anstrengend werden soll, hier hinter mir auf der rechten Seite der Minigolfplatz, da kann man durchaus dann auch mal Sport machen, ohne ins Schwitzen zu kommen, sicher auch was für die ganze Familie. Ja, den Sportbereich, den haben wir hinter uns gelassen und jetzt geht es langsam in Richtung Spa. Und da fühle ich mich ehrlich gesagt schon ein bisschen besser aufgehoben. Der Sparbereich von AIDA Nova, der hat ganze 3.500 Quadratmeter. Insgesamt haben wir 5 Saunen, 4 Whirlpools und natürlich eine ganze Menge Platz zum Entspannen. Aber auch bei den Anwendungen, da können wir mit einigen aufwarten. Insgesamt stehen, glaube ich, über 80 Anwendungen zur Verfügung. Und eigentlich sollte ich Ihnen heute den Sparbereich zeigen. Das schafft das Kamerateam aber auch selber. Ich probiere einfach mal eine der Anwendungen aus. Bis dann. Ja, für mich war es recht entspannend hier bei der Massage. Der Kameramann hat ein bisschen Schweißperlen auf der Stirn, denn der musste ja den ganzen Sparbereich abgehen. Ich würde sagen, nach so einer guten Massage wäre ein kleiner Drink nicht schlecht. Insgesamt gibt es auf AIDA Nova ganze 17 Bars und neben alten Bekannten wie der Lanai Bar und der AIDA Bar gibt es hier ganz viele spannende neue Barkonzepte. So zum Beispiel die Rockbox mit Live-Musik oder daneben gleich das The Cube, eine Chill-Out-Disco-Lounge oder zum Beispiel auch die Champagner-Bar vor dem Rossini. Ganz besonders gefällt mir aber die Bar hier und das ist die Tokyo-Bar. Und ich freue mich schon sehr darauf, wenn es irgendwann mal heißt, die Ablöse ist da und der Urlaub ist nah. Und dann werde ich mir hier mal einen Singapur-Sling bestellen. Heute, da bleibe ich noch ein bisschen alkoholfrei und ja, in diesem Sinne, zum Wohl. Auf AIDA Nova gibt es ganze 17 Restaurants. Neben alten Bekannten wie Marktrestaurant und Belladonna gibt es bei den Buffet-Restaurants zum Beispiel auch Neuigkeiten wie den Yachtclub. Daneben eine ganze Streetfood-Meile, wo es nicht nur die Currywurst gibt, die wir ja schon kennen, sondern auch einen Dönerstand und unser Brot und Stulle. Dann eine ganze Säule von Spezialitäten, Restaurant, Brauhaus, French Kiss, Sushi. Ja, für jeden etwas dabei und die Krönung des Ganzen, das sind unsere à la carte Restaurants. Und da haben wir auch Dinge neu erfunden, wie zum Beispiel ja, unser Steakhouse, wo wir jetzt gerade sind. Und warum bin ich hier? Unser General Manager macht hier heute ein Testessen. Ja, und er hat vorgeschwärmt, wie lecker das doch ist. Und daraufhin habe ich gesagt, er wird dringend auf der Brücke gebraucht. Er wundert sich wahrscheinlich, warum. Ja, warum? Weil ich in seinen Nachtisch klauen will. Wir sind jetzt auf Deck 6, kommen gerade am Fotostudio vorbei. Hinter mir liegen der Accessoire-Shop mit ja, Handtaschen und allem, was dazugehört. Und daneben, das finde ich eigentlich noch interessanter, unser Juwelier. Denn da gibt es auch die ein oder andere schöne Uhr zu kaufen oder einfach auch nur anzuschauen.
Jetzt kommen wir in den Art & Picture Club und das ist etwas ganz Neues, was wir das erste Mal auf AIDA Nova probieren. Und zwar eine Bar, einen Loungebereich mit der Art Galerie und mit dem Fotostudio zu verbinden. In dieser Art Galerie im Art & Picture Club, da findet sich bestimmt auch das ein oder andere für die Kapitänskabine. Hinter mir hier zwei Seekarten von Malte Breckenfeld. Und es ist so ein bisschen Tradition auf unseren Schiffen, dass in den Kapitänskabinen, wenigstens bei den letzten Schiffen, immer eine dieser Seekarten hängt. Und ich glaube, mit dieser Tradition, da werde ich auch nicht brechen und lass mir mal eine der beiden hier einpacken. Auch bei den Kabinen ist AIDA Nova das Schiff der vielen Varianten. Es gibt 21 verschiedene Kabinenkategorien und das fängt an recht klein bei der Einzelkabine innen, dann mit Balkon, dann die normalen Innenkabinen, Außenkabinen, aber dann auch Kabinen mit größerem Balkon, unsere Verandakabinen. Es geht dann weiter über Junior-Suiten bis zu normalen Suiten mit Extra-Service und natürlich der krönende Abschluss, unsere große Penthouse-Suite am Heck des Schiffes. Wir sind hier im Four Elements der AIDA Nova, dem größten Four Elements in unserer Flotte. Ja, mit dem Klettergarten viel Bereich zum Entspannen, aber dann auch den Wasserrutschen und anderen Whirlpools und Wassererlebnis. Und dann auch der Kids Club und dahinter der Teens Club, wo wirklich ja alle Altersklassen etwas geboten bekommen. Und das ist ja so ein bisschen das Schöne auf AIDA Nova. Denn wenn man mit der ganzen Familie, mit mehreren Generationen Urlaub macht, dann möchte man sich ja auch nicht den ganzen Tag sehen, wenn man ehrlich ist. Und ja, jeder kann etwas alleine machen, jeder hat etwas für seine Interessen, aber trotzdem kann man sich dann abends zusammen zum Essen treffen und dort mit der ganzen Familie zusammen sein. Und ich glaube, das ist eins der ganz großen Vorteile hier auf AIDA Nova für einen Familienurlaub. Entertainment, das ist natürlich das i-Tüpfelchen auf einem AIDA-Urlaub und das bieten wir hier in ganzen 13 Locations. So haben wir zum Beispiel Live-Musik in der Rockbox oder auch VIP-Clubbing im The Cube. Es gibt Unterhaltung im Beachclub, teilweise mit Live-Musik, teilweise mit DJ, auch mal ein Videoabend im Four Elements. Das Highlight aber, was wir haben neu hier an Bord, ist ein eigenes TV-Studio und dort werden allabendlich TV-Stus gedreht zum Mitmachen oder einfach auch nur zum Erleben. Auf AIDA Nova, da gibt es sogar zwei Kapitänsbüros. Eins ist meins und das andere ist das Büro von Captain Cook, unser Mystery Room, in dem es ganz viele Rätsel zu lösen gibt. Und wenn man dann den Weg hinausgefunden hat und immer noch nicht genug hat von Unterhaltung, dann kann man mit Professor Tempus auf eine Zeitreise gehen in unser Dinner-Entertainment-Restaurant der Time Machine. Hier in unserem diesmal etwas gemütlicher gehaltenen Wohnzimmer von AIDA Nova, dem Theatrium, da wird schon fleißig trainiert für unsere Spitzenshows, die wir jeden Abend präsentieren. Zum Beispiel unsere Music-Show Nashville, unsere Akrobatik- und Tanzshow Yellow und ja, unsere Signature-Show, wo dann alles zusammenkommt, Avona Dia. Das Sonnenbaden oder auch eine kleine Erfrischung in einem unserer Pools, das geht auf AIDA Nova nicht nur draußen auf unseren großen Sonnendecks, sondern auch, ja, wenn das Wetter mal nicht so ist, drinnen in unserem Beachclub. Denn dort ist wirklich 24 Stunden, 365 Tage im Jahr Sommer. Tagsüber ist es mehr Beach, mehr Entspannung, Schwimmen, Wasser, aber natürlich auch eine Bar. Und abends, da ist es ein richtiger Club, in dem unsere großen Partys stattfinden. Wir haben einen Wasservorhang, auf den wir projizieren können, eine große Licht- und Lasershow an unserer Kuppel. Ja, und das schauen wir uns am besten jetzt mal an. Wir sind jetzt auf dem Weg zu unseren ersten Gästen, nur noch wenige Stunden, dann ist es soweit. Ich würde sagen, kommen Sie einfach selber an Bord und machen sich ein Bild. Ich glaube, wir können da noch ein Lächeln in Ihr Gesicht zaubern. Bis dann, auf AIDA Nova. Und jetzt darf ich auch noch mal Drohne fliegen, oder? Na, das überlasse ich lieber den Profis und ich fahre das Schiff.